Wir spülen unsere Hinterlassenschaften in die Kanalisation. Andere haben eine bessere Verwendung für ihren Kot. Viele Nagetiere produzieren einerseits harte, trockene Köttel und andererseits einen Weichkot, der energie- und vitaminreich ist. Dieser wird direkt an der Quelle gefressen. Doch nicht nur der eigene Kot kann interessant sein. Bienen haben es auf die Notdurft von Tannenläusen abgesehen. Die Läuse ernähren sich von zuckerhaltigen Pflanzensäften und so sind ihre Ausscheidungen für Bienen genauso attraktiv wie Nektar. Die Bienen schlürfen den Läusekot auf und transportieren ihn im Magen in ihren Stock. In eine Wabe gespuckt, reifen die Lausfäkalien schließlich zu Honig heran. So ist es genau genommen Kot, der auf so manchem Frühstückstisch landet und mit Genuss verzehrt wird. Manche nehmen Kot auch in flüssiger Form zu sich. Die Ausscheidungen einer Schleichkatze aufgebrüht zum teuersten Kaffee der Welt, Kopi Luwak. Die nachtaktiven Schleichkatzen in Indonesien fressen unter anderem gerne die Früchte des Kaffeestrauchs. So wie hier in dieser Maschine wird auch im Bauch der Schleichkatze das Fruchtfleisch von der Kaffeebohne getrennt. Das Fruchtfleisch dient ihr als Nahrung. Die Kaffeebohnen scheidet sie aus. Die Kaffeepflanzer freuen sich über die gelegentlichen Häufchen der Schleichkatzen, denn diesen Kaffee können sie für bis zu 300 Euro das Kilogramm an Feinschmecker in den USA und Europa verkaufen. Durch die natürliche Fermentierung im Schleichkatzendarm haben die Kaffeebohnen nämlich ein besonders mildes, erdiges Aroma angenommen, auf das wahre Kenner schwören.